Ja, bei uns laufen zurzeit die aktuellen Videos mit Christian Felber, der Gemeinwohlökonomie, Professor Rainer Mausfeld, dem Psychologen auf Abwägen und natürlich auch immer mit Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution, Professor Max Otto und so weiter. Aber überwiegend jetzt heute Dr. Eckart von Hirschhausen kommt auch noch vor. Also legen wir mal los. Was gibt es Neues? Mausfeld versteht erstmal ganz grundlegende Dinge nicht. Ja? Da er Psychologe ist, fehlt ihm wie normalerweise, ja, was fehlt ihm alles? Es fehlt ihm die Evolutionsbiologie, es fehlt ihm die Evolutionspsychologie, es fehlt ihm die Psychobiologie, es fehlt ihm die Paläoanthropologie und es fehlt ihm die gesamte Anthropologie, und zwar die biologische Anthropologie. Also es fehlt ihm die gesamte naturwissenschaftliche Grundausbildung und das verrät er natürlich auch. Denn er nennt die Bonobos und die Bienen und die Ameisen in einem Atemzug. Ich habe es schon mal erwähnt, Bienen und Ameisen haben eine besondere genetische Situation. Die sind zu circa, ganz grob habe ich in Erinnerung, dass die eher, also sozusagen jede Ameise ist eher zu verstehen wie eine Zelle, die zu 75% verwandt ist mit der Ameisenkönigin, ja, sodass dann aufgrund dieser, bei uns sind ja unsere Körperzellen sind zu 100% verwandt mit unseren sozusagen, also mit und dem Rest des Körpers oder mit den Eizellen und Spermienzellen. Also das heißt, das bedeutet, dass eben sozusagen selbstverständlich ist etwas, was zu 100% genetisch identisch ist, eine Körperzelle, ja, die ist natürlich höchst kooperativ und höchst sozial. Und deswegen ist es bei den Bienen und Ameisen mit ihrer 75-prozentigen Verwandtschaft zur jeweiligen Königin auch verständlich, dass sie sich fast wie Körperzellen also verhalten und quasi keine egoistischen Entgleisungen haben. Aber entscheidend ist, sind tatsächlich die Bonobos. Da hat Professor Mausfeld dann wenigstens eine richtige Sache, die er nennt, denn das zeigt, dass hochentwickelte, höchst entwickelte kooperative soziale Säugetiere vor der Erfindung von freier sozialer Marktwirtschaft, das Dr. Ludwig Markus, das Dr. Markus Krall. Sozusagen vor der Erfindung der kapitalistischen Urszene, nämlich der Tauschhandelsszene, ja, sozusagen eben trotz ihres relativ geringen Gehirnes, kleinen Gehirnes, doch schon hohe Grade an von Pazifismus, höchst hoher Kooperativität und so weiter aufweisen. Übrigens auch, das hat Professor Mausfeld übersehen, auch von Freiheit von Machttendenzen. Ja, also auf jeden Fall sind die Machttendenzen schon bei den Bonobos schon ganz deutlich geringer als bei den gemeinen Schimpansen, wo das sehr groß noch ist. Und man müssen davon ausgehen, da wir fast ungefähr das dreifache Gehirnvolumen durchschnittlich von den Bonobos haben, dass wir auch dreifach weniger machtorientiert von Natur aus sind. Aber eben jetzt kommt der entscheidende Punkt. Professor Mausfeld versteht aufgrund seiner, ja, eingeengten, scheuklappenmäßigen Ausbildung, wo ihm alles Wichtige fehlt, ich habe ja die Fächer eben genannt,
sozusagen eben versteht auch nicht, wie die Evolution der Machtsucht entstanden ist. Und auch die Kriegsentstehung versteht er nicht. Also kurz zur Machtsucht. Ja, es wird nachher auch nochmal um das Thema Diebstahl und Raubmord gehen. Es wird nochmal um Corona kurz gehen. Und hier, ja, Diebe. Ja, bleiben wir erstmal bei unserem Einbrecherchen. Ja, also wie läuft die Evolution der Machtsucht? Ich habe es schon ganz oft erklärt, aber wenn man so viel wie Sie als lieber Zuhörer, wie wenn Sie tausendmal das Falsche hören, müssen Sie halt auch tausendmal die Wahrheit hören. Ja? Hier, dieser Tauschhändler erzählt, sagt so Botschaften wie: Ach, wunderschön, dass ihr euch alle so lieb habt in den Kommunen und so vor 400 bis 300.000 Jahren, dass ihr euch alle so sehr liebt und ach, ist das toll und anzuschauen, wie herzlich ihr alle miteinander seid. Das ist so, ja, da möchte man als Händler, der von außen kommt, eigentlich gleich am liebsten bei euch bleiben und so weiter. Dann hier dieser Händler, der irrt sich, der hat irgendwie einen verwirrten Geist. Aber dieser verwirrte Geist wird dann in Zukunft, das ist auch ein ganz normaler Händler wie der andere, aber sein verwirrter Geist wird die Grundlage eines riesigen Handelsimperiums sein. Nämlich er hat solche wirren Gedanken wie: Ach, ist das eklig, all dieses Geschmuse, all dieses Küsse und die Babys werden so ewig lang gestillt und die Mütter schlecken die Babys mit der Zunge am ganzen Körper ab, auch an den Genitalien. Ach, das ist ja alles sexueller Missbrauch, ist ja alles eklig und Igitt und so weiter. Und dieser Händler, der wird richtig erfolgreich werden, denn jetzt fangen die Menschen an, seine Zuhörer an, verklemmt zu werden. Ganz Millimeter für Millimeter wird die Bevölkerung verklemmt und empfindet irgendwann sozusagen, hat so nach dem Motto, solche unschicklichen Bedürfnisse habe ich ja nie gehabt. Ne? Habe ich nie gehabt. Sowas wollte ich nie. Nee, ich bin ja nicht pervers. Ich bin ja nicht, ja, und so weiter. Ja, also so kommt es dann zur Selbstunterdrückung der eigenen natürlichen Glücksquellen. Und dadurch fehlt den Menschen Glück und sie werden konsumsüchtig, kaufen diesem Händler ganz viele Produkte ab. Er kann im Gegensatz zu dem anderen hier gleich zwei Kinder ernähren in der ersten Generation. In der nächsten Generation gibt es dann hier noch drei Kinder und so breitet sich dann entsteht ein riesiges Handelsimperium, alles fußend auf der persönlichen Philosophie dieses ersten Händlers, der Irrtumsphilosophie von seinem Ekel gegenüber der Liebe und dem Körperkontakt, also der Hauptglücksquelle der Menschheit. Ne? Da kommen wir auch später nochmal dazu, das ist die Sache, wie also viele Leute denken immer noch, Wirtschaft sei dazu da, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, die Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall und die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, was ja alles das Gleiche ist, ja, die bestehen in erster Linie aus der künstlichen Zerstörung des Lebensglückes der Menschen und der Gabe und dem Anbieten von künstlichen, also von Ersatzbefriedigungsmöglichkeiten. Also ist das künstliche, zerstörerische, künstliche Neuschaffen von künstlichen Bedürfnissen, das Wesen des Kapitalismus, das Wesen der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall sozusagen. Ja? Und von daher, und jetzt passiert dann in den Gruppen Folgendes: Die Männer fühlen sich nicht mehr geliebt.
Sie hören auf, alles den Frauen und Kindern zu schenken, denn sie kriegen die Gegenleistung nicht mehr. Geben und Nehmen ist überall im Reich des Lebendigen das Wesen. Sie kriegen also für ihre Geschenke, werden sie nicht mehr geliebt, kriegen keinen tollen Sex mehr, haben keine erhöhte Vaterschaftswahrscheinlichkeit mehr. Und dann sagen sich die Männer, jetzt machen wir unser eigenes Ding. Die einen werden Diebe, Räuber, Raubmörder und Verbrecher und so weiter, die finden wir leider im Bereich der verfassungsfeindlichen Linksextremen auch wieder, die ja auch nur eine Variante des Verbrechertums sind. Kommen wir gleich nochmal zu. Und die anderen fangen an, selber erfolgreiche Händler zu werden und fangen an, Akkumulatoren von Gütern zu werden. Und werden machtsüchtig und sozusagen Machtsucht und Geldsucht und so weiter entstehen. Und der Krieg, die Kriegsentstehung, die Professor Mausfeld nicht versteht, hatte ich ja schon auch so oft gesagt. Also hier der Händler sagt, ich verkürze es ganz drastisch. Ihr könnt es ja in den anderen 360 Videos nachschauen und in den ganzen Texten. Also hier. Dieser Händler sagt, ist doch, eine Gruppe hat die andere nachts besucht und das war ein rauschendes Fest der Liebe. Der andere versteht, dieser Händler, aus dem auch wieder ein Handelsimperium entstehen wird, versteht die Sache wegen Sprachproblemen, missversteht er die Sache und übersetzt die Sache so. Ja, eine Gruppe hat die andere Gruppe nachts heimgesucht, statt besucht, also heimgesucht und hat sie alle totgeschlagen. Dadurch entsteht in den Zuhörern große Angst und diese Zuhörer kaufen ihm ganz viel Steinäxte ab und er wird der Vorläufer aller Waffenhändler und über alle seine Nachkommen werden immer wieder so Geschichten erzählen, davon, die Menschen zu dem Fehlurteil bringen, dass ihre Nachbarn alle gewaltbereit sind und angriffslustig und angriffsbereit sind. Und das führt dann zum ständigen Kaufen von Waffen und dann auch zu der Idee, dass man doch am besten die Nachbarn präventiv totschlägt, bevor sie einen selber totschlagen. Und das setzt dann eine unendliche Blutrache-Kettenreaktion in Gang. Und schon haben wir die Welt so, wie sie heute ist, nämlich die kapitalistische Welt, zu der Dauerkrieg zur Dauererscheinung gehört. Die Welt des Dr. Markus Krall, die er uns noch mehr liefern möchte. Mehr Kriege, mehr Elend, mehr Leid und so weiter. Auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, er ist auch nur ein Irrtumsmemträger. Also er irrt sich auch nur. Aber eben diese Irrtümer sind halt richtig gefährlich, ne? Können richtig gefährlich werden. Ja, dann, wie geht's weiter? Dadurch, dass dem Professor Mausfeld, ich habe ja selbst auch Psychologie studiert, mit dieser Schmalspurausbildung, bei der alles Wichtige fehlt sozusagen, wurde er dann natürlich auch Opfer des Ideologen Marx, der eben zum Raubmord und Diebstahl gegenüber den Milliardärskönigen aufhetzt. Also hier, wir haben ja hier unsere geliebten Milliardärskönige, ich sage immer Geliebten, damit wir uns ganz klar machen, diese Spaltung und dieser Hass auf Menschen und das Ganze, was ja auch die linksextremistischen Verfassungsfeinde, also diese linksextremistischen Verbrecher kennzeichnet, das ist, also ich selbst möchte gern im idealen Kommunismus, im idealen echten Sozialismus, in der idealen echten Planwirtschaft leben, aber die hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Verbrechern, die Menschen ermorden wollen und so weiter. Also das heißt, wir haben es hier,
Professor Mausfeld ist halt, also Karl Marx war eben auch eine eigentlich von der Mentalität, vom Charakter. Ich habe ja eben geschildert, wie es zur Entstehung des Verbrechertums kam. Karl Marx war von der Mentalität eben auch nichts anderes als ein Dieb. Ja? Ihm ging es darum, andere, dass andere bestohlen werden. Ein als Raubmörder, wie hatte eine von den Linken gesagt, Reiche erschießen, hier geht es darum, Reiche abzustechen. Ja? So wie die Zahnfamilie ermordet wurde. Ja, die, im Prinzip kann man sagen, auch wenn es historisch nicht so genau stimmt, aber dass so Leute wie Stalin eben die den Leuten versprochen haben, die Leute belogen haben und gesagt haben, ja, ihr bekommt bei uns den echten, ihr bekommt Kommunismus, Sozialismus und so weiter. Ihr bekommt tolles Leben. Dann sind die Mitläufer, haben die Zarenfamilie ermordet und dann konnte Stalin sich als neuer Despot, als neuer Tyrann und als neuer Diktator, als neuer Zar sozusagen, konnte er dann die Mitläufer, die vom Kommunismus träumten, konnte er abzocken und natürlich wurde das Wort Kommunismus und Sozialismus weiter missbraucht, ja, weil ja eben, das war ja die Masche, mit der solche Tyrannen, solche Verbrecher dann ja auch die ganzen Opfer ausbeuten konnte. Ja, immerhin hat das geklappt, dass man, was weiß ich, 80 Jahre lang, 70 Jahre lang oder wie lange sozusagen als Despot und Tyrann die Leute täuschen konnte und ausplündern konnte. Ja? Ja? Erst plündert man die Reichen aus und dann plündert man seine Mitläufer aus. Ja? Ja? Und hier, das erst haben diese Verbrecher, diese Diebe und Raubmörder erstmal hier die Reichen ausgeplündert und dann wurde auch der ganz normale Bürger, der Mitläufer, der erhofft hatte, man meine es ernst und würde tatsächlich echten Kommunismus, Sozialismus ermöglichen. Stattdessen wurde dann auch der ganz normale Bürger ausgeplündert von den Despoten wie Stalin oder Mao oder so bis zum Letzten. Ja, also ja. Und Professor Mausfeld ist halt auch auf diese Ideologie der Diebe und Raubmörder reingefallen. Ja, also hier, so haben wir es. Ja. Deswegen, Karl Marx hat letztendlich nichts anderes gemacht, als viele Worte drum zu machen, nur um eine Botschaft rüberzubringen. Die Reichen sind böse. Und ihr seid die Guten, schlagt doch die Reichen tot, die beuten euch aus, sind nur Ausbeuter, damit sind sie Untermenschen, deswegen können wir sie totschlagen. Ja, das ist das Ganze, was in unserer Gesellschaft am linksextremistischen Rand an Verbrechern, verfassungsfeindlichen Verbrechern existiert. Und das Tragische ist, dass bei Fridays for Future, ich betone es nochmal, hier auf dem, es sind ja ganz viele Videos und ganz tolle Gespräche mit Teilnehmern der Demonstration. Das erinnert mich wieder an die Revolution, also an die gewaltsamen Revolutionen, an den Stalin und Co., ja, Stalin und Mao. Die Mitläufer, also die mitlaufen bei den Demonstrationen, also wir können sie auch die Opfer nennen, ja, die glauben wirklich, dass es ernsthaft und haben, sind auch ernsthaft interessiert an echten Klimaschutz, am Kohlestopp 2026, der zweiten Scientists for Future 2. Und sie reagieren deswegen auch auf die Information total begeistert. Aber die Orga-Teams, bei den Orga-Teams sind zu viele dabei. Und deswegen meine Bitte hier, Leute, versteht das. Wenn ihr selbst Träger von Neid und Hass und Diebstahltendenzen oder gar Raubmördertendenzen seid, reflektiert das, versteht das anhand dieses Videos. Und diejenigen, die völlig unbelehrbar oder unverbesserlich sind, die müsst ihr aus den Orga-Teams rausschmeißen, sonst seid ihr auch nichts anderes als so eine linksextremistische, verfassungsfeindliche Sekte, die Mitläufer wieder so missbraucht, so, und dann
wenn ihr an der Herrschaft werdet, dann würdet ihr auch wieder hier so, nachdem ihr dann an der Herrschaft würdet, würdet ihr wieder als Diktatoren sozusagen wieder auch die ganzen Mitläufer ausplündern, anstatt ihnen eine bessere Gesellschaft zu ermöglichen. Ja? Also deswegen meine Aufforderung, dieses Video soll ja jetzt nicht anklagen und verurteilen und euch aburteilen und euch wieder ausgrenzen, sondern es soll versuchen, euch zu überzeugen, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Ihr seid auf dem Weg des Verbrechens, der Verfassungsfeindlichkeit, ja, und so weiter, mit euren Freundschaften zu Antifa, zu Extinction Rebellion, zu Ende Gelände. Da seid ihr in dem linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Sumpf gelandet und zieht euch da wieder raus, diskutiert mit den Leuten, und wo ihr nicht weiterkommt, dann scheidet die aus und seid versucht als Fridays for Future wirklich auch in den Rahmen der Verfassung zurückzukommen, und das heißt, alle Menschen lieben. Und wenn man eine bessere Gesellschaft will, dann muss man auch unsere Milliardärskönige ganz selbstverständlich lieben und muss gucken, und vor allem, das ist auch eine Sache der Vernunft, ja, es gibt einfach keinerlei Möglichkeit, die Gesellschaft zu verändern gegen die Milliardärskönige, denn die sind nun mal unsere Könige. Das heißt, die beherrschen die Welt, und das ist einfach Fakt. Also von daher ist es schon eine Sache, auch das ist schon eine Frage der mangelnden Intelligenz, ja, dass man glaubt, dass man gegen die Herrscher der Welt ankommen würde. Das geht einfach gar nicht. Ja? Und deswegen geht es nur über den Weg, alle zu lieben, auch die Milliardärskönige zu lieben, auch letztendlich auch die verfassungsfeindlichen linken Diebe und Raubmörder und so weiter, vom Charakter her dieberisch und raubmörderische Charaktere, auch die zu lieben und die zu versuchen, wieder in die Gesellschaft reinzuholen, was ich ja gerade versuche. Durch Aufklärung und Beratung versuche ich ja, diebische Charaktere von der Antifa und raubmörderische Charaktere von der Antifa, von Extinction Rebellion und Ende Gelände, Liebe, lasst die Fridays for Future in Ruhe, vergiftet das Ganze nicht und läutert euch selber und macht euch anhand der Videos hier, all der Videos und Materialien von den zweiten Scientists for Future 2 klar, dass ihr durch den Kapitalismus seelisch gestört wurdet, dass das einfach nur eine seelische Störung ist. Ich erläutere sie nochmal. Wie funktioniert das im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft? Woher kommt diese Spaltung und dieser Hass, das Gegeneinander? Hier haben wir den einen Händler, der erzählt so Geschichten wie: Ja, also wenn ihr irgendeine Unstimmigkeit habt, dann müsst ihr euch mit einem Mediator oder nach mediativen Prinzipien müsst ihr euch zusammensetzen, müsst euch eine Redezeituhr nehmen, jeder hört dem anderen zu, schreibt, was er einwenden will, auf den Zettel auf und so weiter. Und wenn er dann seine Zeit hat, dann hört der andere zu und so weiter. Und dann versucht ihr gemeinsam am Ende zu einer neuen Vereinbarung, zu einem neuen Vertrag zu kommen, eures Kontaktes, wie ihr weiter miteinander umgehen wollt sozusagen. Und bezieht euch auch auf allem, was ihr macht, auf den Vertrag, ja, und so würden dann die Menschen friedlich sein und so weiter. Da sind die Menschen friedlich, streiten sich nicht, und da sie sich nicht streiten, sind sie auch nicht gestresst und konsumieren deswegen weniger Alkohol, Zigaretten und Süßigkeiten, kaufen diesem Händler also nur wenig ab. Seine Einwirkung auf die Menschen ist derjenigen Kommunen, die er besucht vor 400 bis 300.000 Jahren, ist also nicht negativ. Er schadet den Menschen nicht, sondern er nützt ihnen eher mit diesem Rat oder so, ja. Und während dieser andere hier, der hat wieder
eine Irrtumsidee, der sagt, ach, Streiten gehört doch zum Menschsein dazu, lasst es raus, schreit den anderen an, beleidigt ihn, beleidigen ist ganz normal, Beleidigung ist ja nur eine Meinungsäußerung und so weiter. Und so kommt es dann zu ständigen Verletzungen zwischen den Menschen. Die Menschen prügeln sich vielleicht aufgrund solcher Darstellung der Welt und solcher beeinflussenden Geschichten, ja. Und dann stehen lauter Aggressionen zwischen den Menschen und dann ziehen sich die Menschen voneinander zurück, sind einerseits gestresst von den Spannungen und werden tendenziell einsamer und weil sie gestresst sind, konsumieren sie heutzutage, werden das dann mehr Zigaretten, mehr Alkohol, mehr Süßigkeiten, mehr Drogen, mehr Medikamente, Pharmakonzerne verdienen dann auch ganz gut und so weiter. Und also einmal als Beruhigungsmittel und andererseits dann auch, um die daraus aus der Distanz zwischen den Menschen entstehende Einsamkeit sich zu trösten über die Einsamkeit, entsteht dann also eine insgesamte Konsumsucht Sucht gegenüber den, und die Leute werden dann übergewichtig und essen zu viel und so weiter. Und so also sozusagen liebe linksextremistische Verfassungsfeinde mit einem diebischen und raubmörderischen Charakterzug, ja? Den habt ihr vom Kapitalismus und ihr mögt doch den Kapitalismus nicht. Das ist der Kapitalismus in euch, von dem müsst ihr euch verabschieden. Ihr wurdet so manipuliert, so aggressiv zu sein und die Reichen zu hassen und so weiter, weil ihr durch aufgrund solcher Spaltungen und solcher Feindbilder eben mehr konsumiert. Mehr ist es nicht, ja? Ihr müsst wieder zurückkommen dazu, alle Menschen zu lieben und müsst zu dem Weg, dem friedlichen Weg der zweiten Scientists for Future 2 zurückkommen, die sagen, wir müssen erst den Milliardärskönigen ein glücklicheres Leben schenken und ermöglichen und geben. Wir müssen ihnen erst etwas Großes geben, Lebensglück, Gesundheit und Langlebigkeit ihnen geben. Und wenn sie dann wieder wie vor 400 bis 300.000 Jahren von sich aus anfangen, all ihre Milliarden den Frauen und Kindern nach und nach zu schenken, dann doch herrlich, dann doch wunderbar, dann sind wir doch im echten Kommunismus, Sozialismus. Aber alles freiwillig, alles ohne Gegeneinander, sondern schenken. Erstmal müssen wir doch unseren geliebten Milliardärskönigen Glück und Gesundheit und Langlebigkeit schenken und Liebe schenken. Und dann werden sie vielleicht von sich aus, wird die Spaltung, die Schere zwischen Arm und Reich nach und nach zusammengehen, weil die Milliardäre sich wieder in ihren Kommunen geliebt fühlen. Und dann werden sie eben anfangen zu schenken. Wer liebt, der schenkt. Ne? Das ist die Formel. So, dann lese ich mal weiter. Schluck Wasser zwischendurch, Entschuldigung. Ja, dann lese ich mal weiter, ne? Also, ich war ja dabei, dass Professor Mausfeld dann eben aufgrund seiner mangelhaften naturwissenschaftlichen Grundausbildung eben zu wenig von Menschen versteht und deswegen dann auf solche Hetzer wie Marx reingefallen ist. Lieber Karl Marx, wenn du noch leben würdest, hoffentlich überzeugt dich dieses Video, dass dein Feindbild, also der Kapitalismus, sozusagen als System, dass der dich manipuliert dazu hatte, zum Feind von Menschen zu werden und Menschen zu diffamieren als Ausbeuter, also als Untermenschen, die man dann ja einfach im Zuge einer gewaltsamen Revolution töten darf, sozusagen. Ja?
So, jetzt kommen wir mal zwischendurch zu Christian Felber. Also wir waren noch mal zurück. Wir waren also hier. Ja, also da, ich hoffe, dass Fridays for Future es schafft, sich innerlich, charakterlich sozusagen durch solche Videos hoffentlich zu reifen und die eigenen diebischen Charakterzüge als Kapitalismus verursacht durch die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall verursacht, zu verstehen. Und die freie Marktwirtschaft ist also der Charakterverderber. Ich sage immer, die freie Marktwirtschaft erzeugt den schlechten Charakter, weil derjenige Händler, der Botschaften aussendet, die den Charakter zerstören und Charakter schlechter machen in der freien Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, der solche Irrtumsbotschaften in die Gesellschaft hineinsendet durch seine Marketingabteilung, Werbepartner und so weiter und so, also der wird am Ende einfach sozusagen hier viel Umsatz haben, weil weil am Ende letztendlich dieses ganze Gegeneinander ihm Gewinne bringt. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, woran liegt es? Naja gut, auf jeden Fall, ich glaube, haken wir das mal gerade so zwischendurch ab. Nochmal einen Schluck Wasser. Jetzt kommen wir mal so zwischendurch zu Christian Felber und seiner Gemeinwohlökonomie. Ja, das Dilemma ist auch, Felber selbst hat ja auch Attac Österreich begründet, also gehört also auch als leider charakterlich wahrscheinlich auch. Und das ist das Dilemma, das an sich manche schöne Worte sagt, die auch von den zweiten Scientists for Future 2 sein könnten. Aber diese leider, lieber Herr Felber, bitte versuchen Sie, Ihre eigene kapitalistische, innere, diebische Mentalität wahrzunehmen, Ihren eigenen plündernden Charakter sozusagen und Ihre eigene, raubmörderische Tendenzen sind bei der Gemeinwohlökonomie zum Glück nicht zu verzeichnen, aber eben dieses diebische Element im Charakter, also diebische Charakterzüge. Bleiben wir allein das Bäckerbeispiel verrät schon alles. Also Christian Felber erzählt in seinen neuesten Vorträgen, also von dem Bäcker, wo sich alle zusammensetzen mit den Bio-Getreideherstellern und so weiter. Und dass da eben die Biobäuerinnen sagen, also gefragt werden, wie viel Euro pro Kilo Getreide braucht ihr so im nächsten Jahr, damit ihr davon gut leben könnt. Und dann einigen die sich auf irgendeinen Wert und dann wird das sofort auch bewilligt und übernommen. Ja, erstens bedeutet das, dass auch damit die nützlichen Aspekte von Wettbewerb, Markt und Leistungsmessung und Leistungsranglisten und Transparenzranglisten quasi ausgeblendet werden, quasi in der planwirtschaftlichen, in einer echten, guten Planwirtschaft quasi als Elemente fehlen. Das würde Europa zur wirtschaftlichen Ineffizienz bringen und würde uns noch schneller zu einem Lebensniveau Richtung Afrika bringen. Es würde uns dann auch noch schneller dazu bringen, dass wir uns, dass wir nicht mehr in der Lage sind, mit Hightech überlegenen, technisch überlegenen Abwehrraketen uns schützen zu können gegen mögliche Eroberer unseres europäischen Territoriums sozusagen. Damit wären wir, also das ist quasi, was Felber da vorschlägt, ist halt letztendlich eine Selbstmordideologie. Ja?
weil sie die wertvollen Aspekte des Marktes, also dann und Wettbewerbsleistungsmessungen, transparente Leistungsranglisten und so weiter, nicht drin hat. Ja? Und das heißt, erfolgt da so ein bisschen der Neid, dem Neid und so weiter. Warum ist das so gefährlich? Weil es eben nicht zu dem, also ich sag mal den Gegensatz zu den zweiten Scientists for Future 2 nochmal. Also hier nochmal, liebe Greta, ja, also ihr müsst euch, ihr müsst mit den Linksextremisten diskutieren und deren diebischer oder raubmörderischer Mentalität. Und im Zweifelsfall, wenn das nicht Erfolg hat, müsst ihr euch von denen trennen und dann mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammenarbeiten und nicht mit lauter unbrauchbaren Leuten. So, nochmal einen Schluck Wasser. Ja. Bei den zweiten Scientists for Future 2 würde die Sache, also die Gemeinwohlorientierung, auch richtig durch die Wohlfühlnotenwahlstimme erfasst und die Gesundheitsdaten würden dazugenommen. Und dann ist es quasi so, dass man zu dem Ergebnis kommen könnte, dass zum Beispiel die statistische Auswertung des Statistischen Bundes- und Wahlamtes Wiesbaden und der Statistischen Landesämter am Ende ergibt vielleicht, dass rauskommt, dass Brot und Getreide generell gesundheitsschädlich sind. Aber genau dieses Ergebnis ermöglicht Felbers Gemeinwohlökonomie nicht. Da wird irgendwie rumgeschwurbelt mit irgendeiner nebulösen Gemeinwohlbilanz, die aber gar nicht offen ist für das Ergebnis, dass eventuell dieses Brot und dieses Getreide sozusagen am Ende generell gesundheitsschädlich ist. Aber das System der zweiten Scientists for Future 2 würde das natürlich genau erfassen. Es würde sich zeigen, also es würde in den Statistiken sich zeigen, die Leute, die häufig die Brote dieses Bäckers kaufen und damit auch das Getreide dieser Bio-Getreideanbauerinnen sozusagen, ja, da würde es sich zeigen, ja hoppla, obwohl es gut gemeint ist, ist generell Brot, egal ob es Bio ist oder nicht, generell ein gesundheitsschädliches Lebensmittel. Und außerdem stellte sich raus, dass einige dieser Biobäuerinnen dann vielleicht ihr Geschäft gar nicht verstehen und deswegen dann verschimmelte Getreide in die Brote gekommen sind mit Schimmelgiften und so weiter, wovon man oft gehört hat und so weiter. Ja, und damit dann also die Brote sogar regelrecht toxisch sind. Das, und in der Gemeinwohlökonomie, das Christian Felber würde stehen, das ist ein ganz hoher, hochwertiger Betrieb, nur weil er irgendwelchen wirren ideologischen Anforderungen dass der Bilanzierer entspricht. Ja? Also das heißt, das ist gut gemeint vielleicht und schlecht getan. Ne? Also bei den zweiten Scientists for Future 2 ist das Ergebnis möglich, dass diese sich einen Greenwashing-mäßigen Grünanstrich gegeben habende Bäckerei am Ende trotzdem für alle Bürger gesundheitsschädlich, also schädlich ist. Das können nur die harten Daten der Wohlfühlnotenwahlstimme und der Gesundheitsdaten ergeben und nicht eine nebulöse, rumschwadronierende Gemeinwohlbilanz. Ja, ja. So, das haben wir jetzt erklärt. Diesen Zettel brauche ich gleich nochmal, die Rückseite. So, dann ganz generell ist die Gemeinwohlökonomie, das Christian Felber von dem Geist getragen. Und ich sage das jetzt nicht, um eine dauerhafte Spaltung zu bewirken, sondern um euch zum Nachdenken zu bringen, liebe Christian Felbers und Co. Also ich muss es aber mal so hart sagen.
die ganze Gemeinwohlökonomiebewegung. Ich habe nämlich ganz bewusst auch mit Leuten telefoniert, die so Mitläufer dieser Bewegung sind. Ja? Und da habe ich gemerkt, wes Geisteskind die sind, welchen zerstörten Charakter, kapitalistisch zerstörten Charakter diese Menschen teilweise aufweisen. Und ich fasse mal den Geist zusammen, den ich da in den Telefongesprächen sozusagen herausfiltern konnte. Der Geist der Mitläufer bei der Gemeinwohlökonomie ist ungefähr so, da muss ich wieder die Bilder aufschlagen, wir sind dumm und unfähig. Deswegen wollen aber dennoch als die Größten gelten und sind jederzeit bereit, andere Menschen zu bestehlen, vielleicht sogar ihnen das Leben zu nehmen, sie auszuplündern. Und wir sind aber die Größten. Wir sind dumm und fähig und unfähig, aber wir wissen ja, also in dieser Illusion leben die Gemeinwohlökonomie-Teilnehmer. Wir wissen ja, dass es niemand besser ist als wir, dass alle Menschen gleich sind, dass es gar nicht, also dass es das gar nicht gibt, dass es gar nicht den Unterschied gibt zwischen genetisch hochintelligenten Menschen, genetisch mittelintelligenten Menschen und genetisch unterdurchschnittlichen Menschen. Das gibt es ja alles nicht, ne? Ideologie halt, sektiererische Ideologie der linksextremen, verfassungsfeindlichen Gesamtsekte, ne? Und also sind wir die Größten. Denn da alle ja gleich sind, sind wir ja die Größten. Und ja, und dann, was ja in den Telefongesprächen auch durchkam, ist ja, naja, wir hassen Eliten, wir hassen die Fähigen. Ja, und wenn ich die Fähigen hasse, wenn ich die Milliardärskönige und andere Fähige hasse in ihrem Umfeld, dann werden die doch das Land verlassen. Das ist ja sowieso einer der größten Fehler. Aber ich lese mal weiter hier. Also hier, die Ideologie ist also, alle sind gleich. Niemand darf kompetenter sein als wir, denn dann würde ja unsere Dummheit auffallen. Wir sind die Größten. Also das ist der übliche versteckte Größenwahn. Also das ist quasi die Möglichkeit, über die linksextremistische Sekte, diese verfassungsfeindliche Gesamtsekte, ermöglicht sich den Menschen der versteckte Größenwahn, der sich darin äußert, da alle Menschen gleich sind, bin ich jetzt nicht dumm. Und andere sind besser als ich und ich sollte nicht auf die Bessere, die Klügeren hören, auf die zweiten Scientists for Future 2 nicht hören. Denn da alle gleich sind, sind die ja nicht klüger als ich. Und wenn die dann behaupten, sie wüssten etwas besser, dann müssen die ja unverschämt, arrogant, anmaßend oder irgendwas sein. Ja? Denn ich bin ja schon der Klügste. Ja, und das ist dieser Wahnsinn, der in dem Ganzen steckt. Ja? Also der übliche versteckte Größenwahn, der in dieser linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Gesamtsekte steckt. Ja? Ja, und wie gesagt, liebe Leute, macht euch klar, diese Sekte ist ein kapitalistisches Produkt. Ich habe ja schon öfters klargemacht, nochmals, mache es noch einmal, dass wahrscheinlich die Waffenhändler Karl Marx Bücher vielleicht sogar verlegt haben oder gedruckt, drucken ließen oder was auch immer. Also auf jeden Fall, also dieses Gegeneinander, dieser Hass zwischen Menschen hat den Waffenhändlern in die Hände gespielt, denn wenn diese Massenmorde, die durch die linksextremistische Sekte sozusagen begangen wurden. Die wurden ja mit Waffen begangen und das bedeutet Waffenkonsum. Also hat hier ein Händler, der entsprechend die Hetzschriften von, also auf jeden Fall hätte ein Händler, der finanziell die Verbreitung der Hetzschriften von Karl Marx unterstützt hätte, hätte als Waffenhändler richtig Profit gemacht, ja, weil er ja an all diesem Blutbad dann hätte verdienen können. So wie der Hersteller der Guillotine ja an der Verbreitung von Hetzschriften gegen die Reichen sozusagen, gegen die Könige und so weiter,
hätte gut verdienen können, ob es diese Zusammenhänge tatsächlich gab. Sie wären also im Rahmen des Kapitalismus logische Zusammenhänge. Aber man kann letztendlich sagen, liebe Opfer der Linksaußensekte oder linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Gesamtsekte, ja, ihr seid alle nur Opfer der Mechanismen des Kapitalismus geworden und ihr wollt doch eigentlich den Kapitalismus beenden und da habt ihr ja recht, dass ihr den beenden wollt. Das ist ja das Richtige an eurem Anliegen. Aber ihr vergesst, dass ihr wollt das mit Wegen tun, die ihr vom Kapitalismus bekommen habt, nämlich Hass, Spaltung, Hass auf unsere Milliardärskönige hier und Neid und Missgunst, also mit den schlechtesten und übelsten kapitalistischen Charakterzügen wollt ihr das tun und das ist der falsche Weg. Ja, also hier, nee, so geht's nicht. Ja? Ja, das ist der falsche Weg, denn was machen die Opfer eures Diebstahls, die Opfer eures Plünderns und Ausplünderns, was machen die Opfer eures Raubmordes? Die werden sich wehren, die werden kontra gehen und da das die Könige sind, die unsere Welt beherrschen, ist eure Sekte grundsätzlich zum Verlieren verurteilt, ja? Ihr könnt nur dort irgendwas erreichen, wo irgendwie die Milliardärskönige die Welt nicht im Griff haben. Und das ist aber nur in irgendwelchen runtergekommenen, ganz kaputten Ländern der Fall, wo vielleicht die Milliardärskönige nicht alles im Griff haben und dann irgendwelche wilden Horden dann irgendwie irgendwelche Raubmordzüge gegenüber den Reichen erfolgreich schaffen können oder so. Aber die gesamte westliche erfolgreiche, noch erfolgreiche Welt, Europa ist ja ein noch erfolgreiches Land, da ist das alles nicht möglich. Ja? Aber ich lese einfach mal weiter, damit wir da fertig werden. Den Größenwahn hatte ich geschildert. Ja, dumme Diebe versuchen, die Welt zu verbessern. Das ist jetzt zwar eine harte Kritik, aber denkt darüber nach. Es geht ja darum, uns alle wieder zu versöhnen und zu einem Weg der Liebe zu vereinen. Aber dumme Diebe versuchen, die Welt zu verbessern. Und so geht's nicht. Ihr müsst erstmal euren diebischen Charakterzug erkennen, als kapitalistisch verursacht durch die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall in euch verursacht und reingepflanzt und verankert sozusagen. Ja? Und wenn ihr dann diesen Charakterzug in euch verloren habt und geheilt habt, dann kooperiert mit den zweiten Scientists for Future 2, denn da geht es darum, alle Menschen zu lieben und das habe ich ja jetzt schon oft genug geschildert, aber ich lese einfach mal weiter. Ja, und dieser Weg, dumme Diebe versuchen, die Welt zu verbessern, das wird nicht gelingen. Das wird zum Scheitern verurteilt. Verspart euch diese Energie, ja? Elitenfeindlichkeit, Leistungsfeindlichkeit, ja, das war das, was ich bei den Mitläufern der Gemeinwohlökonomie feststellen konnte, diagnostizieren konnte. Elitenfeindlichkeit, Leistungsfeindlichkeit in Wahrheit die Weiterführung der Ignorierung der Menschen. Ja, denn diese Menschen, also diese Gemeinwohlökonomie-Mitläufer, die interessieren sich eben nicht für das Wohlfühlen der Milliardärskönige. Ja? Die interessieren sich quasi, also letztendlich will die Gemeinwohlökonomie den Menschen auch keine Stimme geben. Ja? Letztendlich will sie dem Menschen, aber besonders nicht dem Milliardärskönig, eine Stimme geben, die das wirtschaftliche Handeln lenkt, sondern wie ich schon gesagt habe, sie öffnet einem eventuell giftige Brote verkaufenden Bäcker Tür und Tor, ja? Im Sinne eines Greenwashing. Ja? So. Am Ende
wird eventuell, das habe ich ja eben schon gesagt, wird am Ende ein krankmachender Bäcker positiv dargestellt. Das ist Greenwashing, also das nochmal als Wiederholung. Ja? So, dann geht's weiter. Hinter allem der Geist des Diebstahls. Ja? So, jetzt mal was ganz anderes. So viel jetzt mal gerade zwischendurch zum Thema Christian Felbers, Gemeinwohl, ökonomische, linksextremistische, verfassungsfeindliche Sekte. Ja? Bitte, Liebe, besinnt euch und arbeitet mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammen, dann seid ihr auf dem richtigen Kurs. Ne? Und aber ich, ja, also ihr müsst euren Charakter überdenken. Ihr müsst eure Psyche überdenken. Dafür braucht ihr keinen Psychotherapeuten, dafür braucht ihr nur die zweiten Scientists for Future 2. Da sind genug Psychologen dabei. Mein früherer Grundberuf war ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychoanalyse. Ne? Ein Schluck Wasser wieder. Ja, GMX hat was berichtet. GMX, das ist so quasi, ich gucke mir also so die Irrtümer der Normalmedien, wie das schaue ich mir eigentlich immer nur heute nach, heute Journal oder heute oder Tagesschau, und dann schaue ich bei GMX so, was so dieser Mainstream an Nachrichten bietet. So, jetzt einfach mal GMX schreibt, die Klimadebatte ist kein Thema mehr. Also liebe Fridays for Future, liebe Greta, wo bist du? Ja, also ihr habt es schon geschafft. Ihr habt den Kredit, den ihr habt, schon teilweise verspielt, und die zweiten Scientists for Future 2 haben euch ja als Kooperationsangebot für die Gegenleistung eurer medialen Möglichkeiten sozusagen im Sinne des Geben und Nehmens euch den Kohlestopp 2026 angeboten. Aber ihr seid eben auch so mittlerweile infiziert von dieser linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Sekte und entsprechend von solchen Charakteren unterwandert worden, dass ihr vielleicht nicht mehr die Zusammenarbeit mit den Einzigen schafft, die euch wirklich beim Klimaschutz was gegeben hätten, ne? Ja, und wirklich entgegengekommen wären. Ja, dann, also Klimadebatte ist kein Thema mehr, schreibt GMX. Im Moment geht es um Flüchtlingsthema, Griechenland, Flüchtlingsgrenze und so weiter und um Corona. Und nur noch 3% halten Klima für ein wichtiges Thema. So, dann weitere Texte beim Corona geht es natürlich auch ganz wesentlich hier nochmal um die Aufwertung der Ärzte. Deswegen dieses Bild. Haben sich vielleicht schon einige gefragt, warum dieses Bild hier ist. Dieses Bild soll nochmal verdeutlichen. Hier, anstatt dass die gesamte Ärzteschaft schon seit Jahrzehnten darauf hingewiesen hätte, dass wir alle ein starkes Immunsystem brauchen, dass wir den ganzen Schrott, Dr. Eckart von Hirschhausen spricht nachher von Zuckerschrott, den ganzen Zucker- und sonstigen Gifteschrott aus den Supermärkten nicht essen dürfen, sondern nur völlig ungiftige, glyphosatfreie, pestizidfreie, fungizidfreie und sonstige und naturbelassene, nicht verzüchtete, nicht gentechnisch veränderte, möglichst ursortennahe, hochvitale Gemüse und Früchte und ähnliche Dinge und so weiter, also pflanzenbasierte Ernährung. Dann kriegt ihr alle ein starkes Immunsystem und wir alle lachen über Corona, über das Coronavirus. Aber nein, die Medizin hat jetzt mal wieder eine schöne Chance, sich den Heiligenschein umzuhängen und sich nochmal so richtig in Erinnerung zu bringen, so als Geschäftsbranche sozusagen, dass man also wieder ein positives Bild vom Arzt kriegt. Dabei ist die Wahrheit, die Ärzteschaft hat durch ihr insgesamt immunschwächendes und die Leute mit Medikamenten vollstopfen. Das eine Meldung war, da war doch, glaube ich, eine Meldung,
begünstigt die Zunahme des Schmerzmittels Ibuprofen oder so, begünstigt das die Anfälligkeit für das Coronavirus? Ja, also jedes Medikament, das die Ärzte verschrieben haben in den letzten 50 Jahren, hat selbstverständlich die Anfälligkeit und die Schwäche des Immunsystems begünstigt und damit die Anfälligkeit, erst den Boden für das Coronavirus geschaffen. Das heißt also, und das ja ohne böse Absicht, sondern es ist ja so, noch einmal naturwissenschaftlich ganz klar zu sagen, hier, dieser Schamane oder Arzt, ja, der also sagt, Leute, ihr müsst gesunde Ernährung, gesunde Bewegung, ihr müsst einen gesunden Lebensstil haben, der verdient eben nichts, weil die Leute werden da chronisch gesund und brauchen ihn nie wieder, er kann nie wieder was abrechnen. Im kapitalistischen, frei sozialmarktwirtschaftlichen System des Dr. Markus Krall, ja. Aber dieser Schamane oder Arzt sozusagen, der sagt, nein, ihr könnt weiter diesen Industriemüll, diesen Zuckerschrott, wie es Dr. Eckart von Hirschhausen gleich bei GMX nennen wird, diesen Zuckerschrott könnt ihr bedenkenlos weiter essen, nur weiter so, dann kann ich euch mehr Medikamente verschreiben und diese Medikamente zusammen mit dem Zuckerschrott werden euer Immunsystem so schwächen, dass ich dann richtig gut verdienen kann und viele Kinder ernähren kann. Das sagt er natürlich nicht, das denkt er auch nicht, sondern das, was er wirklich denkt, ist einfach, ich bin zutiefst überzeugt, dass es die absolute Wahrheit ist, dass die Ernährung keine Rolle spielt, sondern ihr habt alle nur einen Mangel an Medikamenten und Impfungen und ähnlichen Produkten und die verkaufe ich euch gerne und dann werdet ihr, die Menschen sind nicht von Natur aus gesund und haben nicht von Natur aus ein gesundes Immunsystem, sondern sie sind eigentlich ständig krankheitsgefährdet und brauchen deswegen unsere Medikamente und unsere Impfungen und all das Zeug. Ja? Das glaubt er wirklich. Er glaubt diese Ideologie, diese gewinnbringende Ideologie. Und deswegen kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Er meint es ja nicht böse, aber das ist das kapitalistische System, führt dazu, dass solche Mentalitäten erfolgreich werden. Dadurch breiten sich solche Mentalitäten aus und werden in der gesamten Gesellschaft bestimmend. Und leider fallen die Journalisten auf diese Irrtümer rein, weil sie nicht erkennen, dass im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall sozusagen der Experte immer ein Irrtumsträger ist. Ja, deswegen wurden ja die zweiten Scientists for Future 2 gegründet, damit es wenigstens eine Experteninstanz gibt, die zumindest die größten Irrtümer zu hinterfragen bereit ist und fähig ist. Ne? So, ja, das habe ich gesagt. Deswegen, also im Moment könnt ihr selbst mal überprüfen. Nirgends in den Medien wird die Immunschwächung durch unsere übliche Lebensmittelindustrie und Medizin wird nirgends thematisiert. Nur bei den zweiten Scientists for Future 2. So, bei GMX geht's weiter. Nach Deckung, also geht es um die Glücksfrage. Nach Deckung der Grundbedürfnisse. Keine Glückszunahme mehr durch mehr Geld. Ja? Also bei circa 6.000 Euro im Monat, wahrscheinlich brutto, ja, ist Schluss. Also wer bis zu 6.000 Euro im Monat verdient, der hat dabei noch eine gewisse Glückszunahme, weil er eben ein einigermaßen freies, gesundes Leben führen kann, sozusagen einigermaßen glückliches Leben führen kann. Und danach bringt also jeder Euro zusätzlich bringt fast nichts mehr an Lebensglück, ja, sondern bringt dann später neue Sorgen, das kenne ich auch, dass man dann eben eher Sorgen hat, dass man das Geld wieder verlieren könnte und dass es einem gestohlen werden kann und was auch immer, ja, oder ja. Also. Dann wird nochmal deutlich Glücksschädigung, Arbeitslosigkeit, aber das habe ich ja erläutert, dass die zweiten Scientists for Future 2 selbstverständlich sozusagen das Arbeitsamt so umgestalten wollen, dass Nullarbeitslosigkeit
das Standardergebnis wird, ja. So, hier übrigens nochmal zu diesem Bild. Und ich wollte das Bild, habe ich nur deswegen gewählt hier, damit ich nochmal deutlich machen kann, das ist wahrscheinlich krankmachend und das ist wahrscheinlich krankmachend. Das eventuell nicht. Also nochmal, alles, was flüssig ist, egal ob Smoothie oder Saft, alles, was süß und flüssig ist, ist schwer gesundheitsschädlich. Wenn es sich hier um ein Green Smoothie handeln sollte, bei dem also nur Kräuter und so grüne, also nicht süße Pflanzen drin sind, dann kann man das durchaus trinken. Aber im Prinzip ist alles besser, man kaut es. Also alles Flüssige eigentlich dritte Wahl, weil immer potenziell gesundheitsschädlich. Kauen, hier. Da ist doch Wasser drin, hier die, was ist das, Himbeere oder Heidelbeere oder was auch immer, wahrscheinlich Himbeeren oder so. Kauen und das Wasser, die Zellen platzen auf und beim Kauen trinkt ihr. Aber das ist die Form der Natur und von dieser Form, hat Dr. Med. Ludwig Manfred Jakob von den zweiten Scientists for Future so schön gesagt, alles in seiner Naturverpackung. Nichts so wenig wie möglich künstlich ändern, direkt reinbeißen und dann spritzt einem der Himbeersaft in den Mund und mehr darf es nicht sein. Mehr an süßer Flüssigkeit darf nicht sein, sondern immer kauen. Ja? Und nur also Vorsicht vor süßen, flüssigen Dingen und süßen Smoothies. Höchste Lebensgefahr sozusagen. Ja, dann geht's weiter. Tiefe und erfüllte Beziehungen zu anderen Menschen seien der Glücksfaktor. Ja, das ist ja genau das, was wir dem Milliardärskönig schenken wollen. In den Kommunen vor 400.000 und 300.000 Jahren, zu Zeiten des echten Urkommunismus der Menschheit, vor der Erfindung der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, waren wir, also bevor die Evolution, die kapitalistische freimarktwirtschaftliche Fehlevolution in Gang kam, sozusagen, hatten wir alle den Hauptglücksfaktor tiefe und erfüllte lebenslange Liebesbeziehungen zu unserer Kommune, mit der wir in Gruppenehe lebten, sozusagen. Ja? Das ist das, die Glücksquelle der Menschheit. Und die raubt die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall ist der Zentralzerstörer gewesen, genau dieser größten Glücksquelle der Menschheit. Jetzt geht es bei GMX weiter mit der Hirschhausen-Propaganda. Dr. Eckart von Hirschhausen. Aber auf die Dauer glücklich sein, fragt er in seinen Glücksempfehlungen. Aber auf die Dauer glücklich sein? Nein, das wäre der Tod. Das ist also quasi... Das ist ganz einfach, wenn im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall sozusagen und das Ludwig Erhard, wenn da ständige Glücksvernichtung der Standard ist, braucht es einen zugehörigen Ideologen und das ist Dr. Eckart von Hirschhausen, ja. Der zu passende Ideologe sagt, ach ja, das mit dem Glück wird überbewertet, also ihr könnt doch nicht dauernd glücklich sein, nein, das wäre ja langweilig, der Mensch braucht die Abwechslung, es gibt Glücksmomente, einzelne Glücksmomente, aber insgesamt so richtig immer glücklich sein, darf gar nicht Ziel sein, denn in der sozialen Marktwirtschaft gibt es das ja nicht, weil die ist ein glückszerstörendes System. Also dieser Ideologe, der sagt also quasi so, damit ihr euch nicht gegen die soziale Marktwirtschaft stellt, sage ich euch, dass das mit dem Glück gar nicht so gut ist. Es ist schon ganz gut, dass ihr nicht ständig glücklich seid. Ne? Denn hier, also ich wiederhole nochmal, was er an Propaganda schreibt.
Aber auf Dauer glücklich sein, Fragezeichen? Nein, das wäre der Tod. Ja, denn wer erkennt, dass die soziale Marktwirtschaft ihn unglücklich macht, der würde ja auch sagen, wir müssen zusammen mit den zweiten Scientists for Future 2 sofort die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, beenden. Ja? Wieder ein Schluck Wasser. Und jetzt der Propagandasatz von Hirschhausen, also der kapitalistische Propagandasatz, das ist übrigens ganz typisch. Die Fridays for Future sind zusammen mit Dr. Eckart von Hirschhausen aufgetreten, und haben gar nicht begriffen, dass es sich um einen kapitalistischen Propagandisten handelt. Ne? Er sagt also, wir sind nicht auf der Erde, um glücklich zu sein. Genau. Denn die soziale Marktwirtschaft zerstört Glück und da solltet ihr dann nicht zu viel fordern vom Leben. Wir sind nicht auf der Erde, um glücklich zu sein, sagt er. Ja, also er verharmlost, dann verharmlost er das Zunehmen. Ja? Also das heißt, dass unsere die kapitalistische Ernährungsindustrie natürlich ins Übergewicht treibt, ja, und so weiter und zur Esssucht bringt und so weiter als Ersatzbefriedigung. Das verharmlöst er natürlich, ja. Dann sagt er durchaus was Gutes, aber auch wieder natürlich irrtumsbelastet. Er sagt, Zuckersteuer wäre gut, ja. Aber dann wird bei GMX auch gleich darüber berichtet, wie schädlich die Zuckerersatzstoffe wie Aspartam und so weiter sind und was wäre der Fehler der Zuckersteuer, dass Dr. Ludwig Manfred Jakob von den zweiten Scientists for Future 2 sagt ja auch durchaus, einige Länder haben mit Zuckersteuer und Salzsteuer durchaus Erfolge erzielt. Was ist aber der Schwachpunkt? Der einzige Schwachpunkt ist, also ich habe nichts gegen Zuckersteuer und Salzsteuer, aber das ist wieder das Problem, das ist nicht die perfekte Lösung. Ja? Denn das, beim Zucker sieht man ja die Schweinerei, wie sie geschieht. Ja? Professor Manfred Mertens hat ja auch in diese Richtung geahnt, dass es so gehen würde. Ja? Was ist also der Fehler? Da ist der Fehler. Also, was kommt nach dem Zucker? Also, hier wird bei GMX berichtet, dass also schon ganz viele, zum Beispiel Gewürzgurken, ich glaube, das ist auch so, wenn ich mich recht erinnere, da wird mittlerweile Süßstoff statt Zucker eingesetzt. Aber nicht, weil der Süßstoff jetzt gesünder für die Menschen wäre, sondern er ist eher noch gesundheitsschädlicher. Aber er ist eben noch billiger als der Zucker. Also der Zucker wurde ja nur deswegen überall reingetan, weil er spottbillig ist. Ja, das ist ja der Grund im Kapitalismus, warum hier gehen wir wieder zurück auf die, das ist übrigens nochmal das Bild, das wir verwenden für die mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik der zweiten Scientists for Future 2 im Rahmen der neuen naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre NVWL sozusagen und der korrigierten und komplettierten mimetisch-genetischen Evolutionsbiologie der zweiten, was alles die zweiten Scientists for Future 2 ja begründet haben, ne? Und als einzige in der Welt wirklich was davon verstehen. Ne? So, und wie geht das da? Also hier ist der Händler, der Zucker verwendet. Und hier ist der, also jetzt gibt es auch noch eine Zuckersteuer, ja, dann, was passiert dann? Und hier ist der Händler, der schon Süßstoffe verwendet. Ja? Der Händler, der Zucker verwendet, der wird von der Zuckersteuer getroffen und wird deswegen aussterben. Der Händler, der sozusagen Zucker verwendet, wird also einmal durch die Zuckersteuer finanziell schwer belastet und er wird dadurch finanziell schwer belastet, dass Zucker noch teurer ist als Süßstoffe.
Ne? Und dieser Händler, der also jetzt überall noch kränker machende, also noch stärker krank machende Süßstoffe reintut, ja, der wird, ist von der Zuckersteuer befreit und er verwendet das noch billigere Mittel, Süßstoff. Dadurch ist seine Gewinnspanne höher. Er kann zwei Kinder ernähren und kann diesen auskonkurrieren. Der kann immer nur ein Kind ernähren. Irgendwann müssen dieser Strang muss seinen Laden schließen. Und daraus entsteht ein Handelsimperium, das dann eben nach Existenz der Zuckersteuer sozusagen sozusagen Süßstoff in alles reinbuttert. Ne? Und das heißt, wir kommen so eigentlich, wir treiben überall den Teufel mit Belzebub aus. Wir kommen vom, wie sagt man, von der vom Regen in die Traufe sozusagen, ja. Und das ist die Gefahr, das ist das Problem bei Zuckersteuer und Salzsteuer, dass wir dann immer wir laufen sowieso immer schon dem Kapitalismus hinterher. Ja? Jede gesundheitsschädliche Erfindung wird dann irgendwie staatlich reguliert, vielleicht mit der entsprechenden Steuer, hier in dem Fall Zuckersteuer und Salzsteuer. Aber der Kapitalismus ist schon längst weiter und hat schon längst die neuen Stoffe, die noch giftiger sind und die noch mehr unsere Gesundheit beschädigen. Ja? Das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen ein für alle Mal dieses Spiel beenden, und zwar endgültig beenden. Das heißt also, wir müssen sozusagen da die Wohlfühlnotenwahlstimme zusammen mit den Gesundheitsdaten setzen, das endgültige Ende. Wenn mein Lebensmittel, die Lebensmittelhändler, wo ich einkaufe, wenn in den Produkten dann eben Süßstoffe drin sind statt Zucker und ich dadurch noch kränker werde, dann gebe ich noch schlechtere Wohlfühlnoten ab und ich gebe und meine Gesundheitskostendaten werden schlechter. Ich muss öfters operiert werden als sozusagen bei anderen Lebensmittelhändlern, andere Menschen sozusagen im Durchschnitt. Und dadurch kriegt dieser Lebensmittelhändler von meiner Krankenversicherung keinen Verdienstzuschlag mehr. Und dadurch wird eben der Händler, der also Produkte verkauft, in denen jetzt dann Süßstoff statt Zucker drin ist, also noch schlimmer ist als Zucker sozusagen, der wird dann eben seinen Laden irgendwann zumachen müssen. Und die anderen, die eben weder Zucker noch Süßstoffe reintun, die werden aufblühen. Ja? Und das ist die richtige Lösung. Ja? So in dieser Richtung. Ich will uns jetzt nicht, die zweiten Scientists for Future 2 würden sich niemals festlegen auf die Idee der Wohlfühlnotenwahlstimme. Aber irgendwo in diesem Umfeld liegt die richtige Lösung. Es gibt andere, kompliziertere Lösungen und so weiter. Es gibt viele Varianten, aber im Bereich solcher Präzision, also quasi, ich muss es nochmal sagen, nur mit irgendeiner wasserdichten Lösung ist das Problem zu lösen und nicht in einer Lösung, die nicht wasserdicht ist, sondern dann kommt nach dem Zucker eben der Süßstoff in die Sachen rein und damit weicht man der Zuckersteuer aus und vor allem ist der Zucker eh teurer und die Süßstoffe sind eh billiger hier zu beziehen und dadurch weicht der Kapitalismus auf die nächste Krankheitsförderungsstufe aus. Ja? Das bringt uns nichts. Ne? Das bringt nicht viel. Ja? Bringt am Ende nicht allzu viel. Ja, also von daher gehen wir mal weiter. Was kommt jetzt als nächstes? Erstmal will ich ein vernünftiges Bild haben. Und es gibt mal, ach, den mache ich mal zu, der ist ja nicht so, da haben wir ja den, der ist schöner. Ne? Also, ein Schluck Wasser. So. Ja, also, ich war hier, Aspartam, also der GMX bringt das Beispiel, Aspartam und Hefeextrakt. Also Hefeextrakt, also Glutamat wurde zwar nicht mit einer Steuer belegt, aber hier haben wir also den Händler, der benutzt Glutamat in seinen Produkten. Also Händler meine ich immer damit, der Hersteller, der Händler kauft die Produkte der Hersteller ein,
die Glutamat beinhalten. Also ich meine immer die gesamte Einheit von Herstellern, Stellung bis Händler, ja, meine ich mit, wenn ich sage, dieser Händler bietet also, dieser Supermarkt bietet also Glutamatprodukte an und dieser Supermarkt bietet Hefeextraktprodukte an. Und jetzt GMX deckt eben auf in seinem Bericht hier so, ja, die Leute haben Angst vor Glutamat, kaufen dem weniger ab, der stirbt aus. Und die Leute haben noch keine Angst, weil wir so weit noch nicht sind, wenn Hefeextrakt drin ist, dieser Händler verkauft mehr, kann mehr Kinder ernähren, kann eine Handelsdynastie begründen, hat Erfolg in der Evolution. Ja, das in der Evolution im Rahmen der teuflischen freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall. Ne? Nicht sonst, nur im Rahmen dieses Teufelssystems hat er Erfolg. Ja? Und das bedeutet, dass letztendlich ich habe jetzt gerade überlegt, ob Dr. Markus Krall einen Einwand hätte, der würde vielleicht sagen, ja, wenn der Markt ganz frei ist, dann würde doch es eine Rückkopplung geben, dass die ganzen getöteten Menschen durch diese krankmachenden Produkte ja dem Händler als Kunden fehlen. Aber das ist eben nicht realistisch, denn kein Mensch auf der Erde kann heutzutage zuordnen, welches Lebensmittel, das er vor 20 Jahren gegessen hat, mit dazu beigetragen hat, dass er jetzt todkrank ist und gerade an Krebs stirbt und so weiter, ja, das können die Menschen niemals zuordnen. Also wird es niemals eine Selektion geben, dass die krankmachenden Hersteller und Händler sozusagen rausgefiltert werden durch den freien Markt. Dazu ist der Markt nicht in der Lage. Das geht nur mit präziser Statistik durch das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden durch unseren Bundeswahlleiter. Anders geht das nicht. Ja. Und das heißt also noch einmal, gehen wir zurück zum hier Hefeextrakt. Der mit dem Hefeextrakt, vor dem Hefeextrakt haben die Menschen keine Angst. So, und jetzt kommt die Nachricht von GMX. Der Hefeextrakt ist wahrscheinlich sogar gesundheitsschädlicher als das Glutamat. Ja, das heißt, und so arbeitet unsere freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, dieser fürchterliche Raubtier- und Heuschreckenkapitalismus arbeitet genau so. Und weil das System der Fehler ist, nicht die Menschen des Systems, nicht die Milliardärskönige sind das Problem. Das Problem, es gibt nur ein Problem, ist das System freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall und das Friedrich Merz und so weiter. Ja? Das ist das Problem. So, ich lese mal weiter, damit wir vorankommen. Ja, dann sagt Dr. Eckert von Hirschhausen mal wieder was Gutes. Man sollte den Schaden an der Gesundheit der Bevölkerung in den Preis einrechnen. Da hat er vollkommen recht. Aber das geht doch nur, richtig den Schaden an der Bevölkerung einrechnen können wir doch nur, wenn wir über die Wohlfühlnotenwahlstimme und die Gesundheitskostendaten der Menschen harte Daten darüber haben, welcher Schaden überhaupt entfaltet wird. Ja? Ja? Also das heißt, eigentlich ist das ein Ruf nach den zweiten Scientists for Future 2. So, dann sagte Dr. Eckert von Hirschhausen, die allermeisten Menschen sind überfordert, ständig und überall Nein zu sagen zu dem Zuckerschrott. Oder zu Zuckerschrott. Ich wiederhole nochmal, die allermeisten Menschen sind überfordert, ständig und überall Nein zu sagen zu Zuckerschrott. Besonders, sage ich jetzt ganz besonders, nachdem ja unser System die Menschen so unglücklich gemacht hat und ihnen so
die natürlichen Glücksquellen geraubt hat, dass sie süchtig geworden sind nach konsumsüchtig, kaufsüchtig, zuckersüchtig, esssüchtig geworden sind nach Ersatzbefriedigung. Denn sie müssen ja diesen Mangel im Glückshaushalt ausgleichen, diesen Endorphinmangel oder Glückshormonmangel, der durch die freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall jeden Tag in den Menschen erzeugt wird. Ne? Ja, also noch einmal die Zusammenfassung von GMX quasi, so, ich fasse es mal zusammen als, also ein Schädliches wird in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, durch ein anderes ersetzt und das bezeichnet hier GMX als Clean Labeling. Also ich hatte ja vorhin Greenwashing, dann haben wir Social Washing, dann Clean Labeling ist also auch wieder sowas, da wird also so getan, als ob das jetzt gesund wäre. In Wirklichkeit ist eben das Giftigere, das wird was Billigeres, Giftigeres wie Süßstoff verwendet oder Hefeextrakt. Das ist dann anders schädlich, anders giftig und sogar vielleicht mehr schädlich. Ja, tja, dann geht's jetzt wohl, diese Seite kann ich wegwerfen und dann geht's jetzt wohl hier weiter. Ja, also nochmal der Satz. Ja, nee, hier geht's weiter. Ja, also deswegen nochmal zurück zu Greta und Fridays for Future. Liebe Greta, liebe Fridays for Future, bitte verwendet die Materialien der zweiten Scientists for Future 2, um euch zu psychotherapieren. Ihr könnt nicht zum Psychotherapeuten gehen, ihr müsst das selber tun, weil Psychotherapeuten da das entsprechend gar nicht können, sondern nur die zweiten Scientists for Future 2 das können. Ihr müsst sozusagen, ihr müsst schauen, dass eure Orga-Teams durch die Unterwanderung aus der linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Sekte sozusagen seid ihr unterwandert worden, sozusagen von und die Gefahr ist, dass eure Orga-Teams eher im Moment zusammengesetzt sind, teilweise wie diese linksextremistische Sekte. Für mich ist es manchmal so zu sehen, dass Fridays for Future beschäftigt sich mit all den Spinnereien, die es im linksextremistischen Sektiererbereich gibt. Das verliert völlig den Realitätsbezug. Also ihr müsst versuchen, da irgendwie in euch zu arbeiten, an euch zu arbeiten. Oder eben dann, wenn es gar nicht anders geht, diese ganzen linksextremistischen Sektierer freundlich, aber nett und bestimmt, freundlich, aber bestimmt aus den Orga-Teams von Fridays for Future zu verabschieden. Das ist, und dann unbedingt mit den zweiten Scientists for Future 2 zu kooperieren, das ist eure einzige Chance, jemals wirklich etwas beim Klima zu erreichen. Ja? Gut. Ja, das ist diese linksextremistische Sekte ist ja ein Sammelbecken von Verfassungsfeinden. Ja. Nochmal zurück zu Christian Felber. Er stellt ja am Anfang die richtige Frage, wie die aus dem Bruttonationalglück von Bhutan, ja, wie geht es ihnen wirklich? Ja? Aber anstatt dass er sagt, ja, okay, diese Frage müssen wir den Bürgern das Recht geben, diese Frage sachlich zu beantworten im Rahmen der Wohlfühlnoten-Wahlstimme, damit wir harte Daten haben können, und dann mit den Gesundheitsdaten zu koppeln, damit wir harte Daten mit denen haben, mit denen wir arbeiten können. Danach kommt all der Schrott von, ja, das war also gut bei Felber, und danach kommt all der Schrott von, ich zähle es mal auf, Antipathie gegen Reiche, Antipathie gegen Eliten, Neidgefühlen, diebischer Charakter und so weiter. Ja? Und damit ist die Sache kaputt. Ja? Damit ist die Sache kaputt. Ja? Es fehlt die Erkenntnis bei der Gemeinwohlökonomie,
wie Bedürfnisse künstlich erzeugt werden können. Ich habe ja hier vorhin die ganze Zeit schon geschildert, wie also eben ja, die freie Marktwirtschaft, dass Dr. Markus Krall uns das Glück der liebevollen Beziehungen in den Glückskommunen, in den Urkommunen der Menschheit geraubt hat, sozusagen, und dadurch Bedürfnisse künstlich erzeugt werden. Auch dieses Wissen fehlt noch bei der Gemeinwohlökonomie, das Christian Felber, das sollte also schleunigst mal studiert werden. Ja. So, Ludwig Erhard, sprich, hat gesprochen von Wohlstand ist gleich Geld statt Wohlfühlen. Wohlfühl. Ja, also der Fehler, manchmal ist es nur ein Wort, das aber alles sagt. Ja, wo ist es? Wohlstand für alle heißt das Buch von Ludwig Erhard. Wohlstand meint Geld. Und die zweiten Scientists for Future 2 sagen, nein, es muss heißen, statt Wohlstand muss es Wohlfühl heißen. Wir dürfen also nicht den Wohlstand, das Geld messen, da hat ja Christian Felber recht, sondern wir müssen das Wohlfühlen messen und das Gemeinwohl richtig, sauber, wissenschaftlich operationalisieren. Er benutzt das Wort auch, Operationalisierung, versteht es nur nicht offensichtlich, weil er sich nicht klar ist, dass seine Operationalisierungsversuche so wasserdicht sind wie ein Schwamm, einfach schwammig sind. Ne? Und hier Wohlfühlnote und Gesundheitskostendaten sind wasserdicht. Ne? Denn wie sollte es jemandem gelingen, meine Wohlfühlnotenwahlstimme zu manipulieren, das ist schwierig. Ne? Da müsste dann unser Bundeswahlleiter ein absoluter Betrüger sein und dann haben wir sowieso keine Chance. Ja? Dann, wenn das so ist, dann sind ja auch alle unsere Wahlen gefälscht und dann stimmt ja gar nichts mehr. Ne? Dann haben wir, aber wenn der Bundeswahlleiter ehrlich ist und in Zusammenarbeit mit den Bundeskriminalämtern unter Überwachung gestellt wird und so weiter und das dann alles von den besten Statistikern der Welt und den besten Kriminalbeamten der Welt alles überwacht wird, dann wird unser Bundeswahlleiter ehrlich sein und dann wird die nicht gefälscht werden. Und es gibt ja auch diese Schutzmechanismen, dass also jetzt uns die Industrie nicht mit Drogen vollstopfen kann, ja, damit wir gute Wohlfühlnoten abgeben, das ist ja alles erklärt bei den zweiten Scientists for Future 2, wie man das zuverlässig verhindert. Das wäre ja eine Möglichkeit, uns alle mit Drogen vollzustopfen, aber das wird eben verhindert durch die sogenannte Messung der Steuer- und Abgabenleistung sozusagen, denn jemand, der mit Drogen vollgestopft wird, wird bald nicht mehr arbeiten können, wird kein Geld verdienen mehr können, wird keine Steuern und Abgaben mehr bezahlen können und dadurch würde dann sozusagen entsprechend die Wahlstimme, die Wohlfühlnotenstimme ganz anders gewichtet. Ja, wenn sie einhergeht mit einem gleichzeitigen Rückgang der Steuer- und Abgabenleistung und dann würde also sich die Strategie, also gehen wir wieder hierher, wo, mimetisch-genetische Evolutionsanalysetechnik, also der Händler, der also Drogen im neuen System, der zweite Scientist for Future 2, würde also sozusagen derjenige, der Drogen reintut, hier haben wir den Händler, der Drogen rein verkauft sozusagen in den Produkten, um die Wohlfühlnote zu schönen sozusagen, führt und hier haben wir den Händler, der die keine Drogen reintut, sondern wirklich nur gesundheitsförderliche Produkte. Und der würde jetzt deswegen aussterben, weil die Steuer- und Abgabenleistung, wir können auch noch die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens mit reinrechnen, weil solche Gegenrechnungswerte, die dann noch mit eingezogen werden in den Gesamtblock aus Wohlfühlnoten, Wahlstimme und Gesundheitsdaten und da wird man wohl einen Gesamtwert machen aus all diesen zusammen sozusagen.
Und dann wird die und Abgabenleistungsdaten und die Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens, also wer dann ständig voll high ist mit Drogen, der wird am Arbeitsplatz oft nicht mehr auftauchen und so weiter. Und dadurch wird dann also der Händler, der also sozusagen Drogen reinmacht, um bessere Wohlfühlnoten zu erzielen, der wird seinen Laden schließen müssen bald und derjenige, der keinerlei Drogen reintut, sondern nur Gesundheitsförderliches macht, der wird viele Kinder ernähren können und wird sich ausbreiten und aus ihm werden die neuen Handelsdynastien entstehen. Ich gehe davon aus, dass die alten Dynastien diesen Wandel schaffen und dann eben die alten Konzerne wie Rewe, Aldi und Alnatura und all die Biomärkte und so weiter, dass die alle diesen Wandel schaffen werden und dann das überleben werden und eben einfach diesen Wandel vollziehen werden, ohne dass es dann zu Veränderungen kommen muss. Ne? Ja, einen Schluck Wasser nochmal. So. Also Ludwig Erhard hatten wir. Und jetzt, also die linksextreme verfassungsfeindliche Sekte, also nochmal, ich möchte gern bald in einem echten kommunistischen, echt sozialistischen, echt planwirtschaftlichen Gesellschaft mit Planungsziel, gesündere, glücklichere, langlebigere Menschen und aber auch mit solchen Elementen wie gezielter Einsatz von Markt, Wettbewerb, Leistungsmessung und Leistungstransparenz, Transparenz, Leistungsranglisten und so weiter. Ich möchte in einer Rangliste ablesen können, welche der Hausärzte, Kommunen, Gesundheitskommunen, welche Gesundheitskommune, welches Hausarztes um mich herum wirklich die besten Ergebnisse hat. Ich möchte diese Ergebnisse schwarz auf weiß im Computer vor mir sehen können, vom Bundeswahlleiter sozusagen und mich daran dann entscheiden können, ob ich meine Gesundheitskommune wechsle oder nicht, ja? Meinen Hausarzt wechsle, also mit seiner Gesundheitskommune wechsle oder nicht. Und diese Daten muss ich haben, dazu brauche ich aber Leistungsranglisten, ja, die der Landeswahlleiter Nordrhein-Westfalen dann vielleicht veröffentlicht oder so, ja. So, die linke verfassungsfeindliche Sekte hat viele Sympathisanten, das ist das Problem. Und das ist eben, das habe ich jetzt heute nachgewiesen, das ist ein Produkt des Kapitalismus. Und leider ist Christian Felber noch, ich hoffe, Herr Felber, bitte ändern Sie sich, studieren Sie die zweiten Scientists for Future 2, versuchen Sie, sich zu ändern, versuchen Sie, Ihren Charakter zu hinterfragen und zu überprüfen. Also Christian Felber ist bis jetzt leider nur ein guter Prediger dieser linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Sekte. Ne? Deswegen hat die FDP auch recht, wenn sie das kritisiert. Ja? Also, und im Rahmen dieser Sekte ist es eben ein wesentlicher Zug, da ist das völlige Ignorieren das muss ich jetzt noch kurz ansprechen zum Schluss, gegen Ende. Wir nähern uns dem Ende. Bei Felber ist auch ein entscheidender Denkfehler, dass er nicht berücksichtigt, wie viele fähige Leute wir jedes Jahr aus dem Land jetzt schon raustreiben. Ja? Also so seine Neid, allen Neidern entgegenkommende Tendenz zu sagen, wie gesagt, ich muss das nochmal vorher betonen, ich will auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich irgendwann zusammengeht. Aber nicht, weil ich das Geld den geliebten Milliardärskönigen stehlen möchte,
Ja, wie das die linksextremistische verfassungsfeindliche Sekte gern täte, sondern ich möchte diesen sozusagen, ich möchte denen Milliardärskönigen ganz viel Liebe, ganz viel Glück und ganz viel Gesundheit und ganz viel Langlebigkeit schenken, sodass sie selber von sich aus wieder ihren natürlichen Impulsen folgen werden und an ihre geliebten Kommunenmitglieder, die geliebten Frauen und Kinder ihrer Kommune alles wieder verschenken und verströmen, wie es der Naturzustand des Menschen ist, sein genetisches Programm ist, sozusagen das genetische Programm aller Männer ist in der Natur, alles den geliebten Frauen und Kindern zu schenken und so weiter. Und dann geht die Schere zwischen Arm und Reich von selber zusammen. Aber wenn ich hingehe und sage jetzt eben, ja, also ein Top-Manager bei BMW und bei Mercedes und bei VW darf nur noch das Zehnfache verdienen von dem, was der Mindestlohn ist, sozusagen, ja, dann treibe ich die Top-Manager außer Landes, dann sinkt naturwissenschaftlich gesehen, wo ist es? Dann sinkt der durchschnittliche Leistungsfähigkeitskoeffizient Europas und Deutschlands nach links weiter schneller ab als der aller anderen Länder. Und dadurch wird Europa vollständig wirtschaftlich ruiniert. Also auch nicht nur Dr. Markus Kralls bürgerliche Revolution würde quasi nicht nur die bürgerliche Revolution würde zur Zerstörung, weiteren, schnelleren Zerstörung Europas führen, sondern auch diese linksextremistische, fast verfassungsfeindliche Sekte, zu der leider noch auch Christian Felber gehört, würde mit ihrem Programm von ungefähr 10, Faktor 10, also dass also der Topmanager eines Autokonzerns nur 10-mal so viel verdienen dürfe wie der Mindestlohn oder das mindeste Gehalt bei VW, das gezahlt wird, das würde unsere fähigsten Wirtschaftslenker sozusagen ins Ausland treiben und dann geht Europa kaputt und dann hätte Felber Europa zerstört. Ja? Ja, bei der Gemeinwohlökonomie sind alles viele schöne Worte. Dabei gibt es nur eigentlich nur ein Thema. Die ganzen langen Reden, also der Felber redet ja immer stundenlang da Vorträge und so weiter. Dabei könnte er sich all das Gerede sparen. Nämlich mit der einzigen Frage, wie muss man die Wirkung vom wirtschaftlichen Handeln auf Menschen am besten messen. Und dann würde man sehr schnell dazu kommen, dass die zweiten Scientists for Future 2 schon seit 30, 40 Jahren, seitdem sie in diese Richtung denken, recht haben, dass es in Richtung einer Wohlfühlnotenwahlstimme gehen muss und harter Gesundheitsdaten, gekontert mit Steuer- und Abgabenleistungen und Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens und so weiter. Und damit haben wir dann ein wasserdichtes Steuerungssystem Richtung Gemeinwohl. Also, lieber Herr Christian Felber, gehen Sie in sich, studieren Sie tagelang, wochenlang, monatelang nichts anderes als die Materialien der zweiten Scientists for Future 2. Dann kann es zu einer sinnvollen Zusammenarbeit kommen. Gemeinsam sind wir stark. Ja, also nicht gegeneinander, sondern im Miteinander liegt die Stärke. Und wir müssen mit den geliebten Milliardärskönigen ins Gespräch kommen, mit denen liebevoll zusammenarbeiten. Und wir müssen endlich das Spaltungsirrsein der linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Sekte beenden. Tschüssi!